Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun, jetzt muss ich aufpassen, Mittwoch, den 15.04. Ja, ist richtig. Unser DAX zeigt sich hier ein bisschen zahm, ne? Zeigt sich hier, ja, fast schon ein bisschen niedlich, scheu, ungefährlich, ne? Aber deswegen muss man jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Also das kommen jetzt so ein paar Sachen zusammen, wo ich so sage, na ja, so langsam kommen wir doch dem Ganzen schon näher, auch wenn wir vom Kurs her nicht wirklich viel gemacht haben. Aber wir haben so ein paar Punkte, die mich jetzt ein bisschen dazu tendieren lassen, auch unterseitig wieder ein bisschen mehr zu erwarten. Gestern haben wir ja schon relativ deutlich eigentlich gesagt, eher oben raus, ne, der müsste halt erst die 100, die 475, bevor da irgendwie was, na, hätte gute, noch gute Karten hier weiterzuarbeiten Richtung 880. Ich glaube, das ist auch weiterhin noch möglich. Grundsätzlich ist aber jetzt tritt hier was auf, was wir im DAX immer mal wieder ansprechen müssen, weil es sehr häufig im DAX passiert und immer wieder ähnlich endet auch. Wir haben jetzt hier so ein Hoch. Hoch, hoch. Se? Und das sehen Sie, wenn Sie jetzt hier mal eine gedankliche Linie auf dem letzten hochziehen, was passiert, wenn der Markt, na, also hier, wo meine Maus ist, wenn Sie da jetzt so eine gedankliche Linie nach rechts ziehen, dann sind Sie so auf der Höhe hier. Na, oder warten Sie, wir machen es ganz, ganz plastisch, damit auch der Letzte versteht, wovon ich spreche. Wenn wir da eine gedankliche Linie auf dem letzten hochziehen und uns die mal ganz prägnant in einer wunderschönen Farbe, wie man sie nicht verkennen kann, hässlicher als geht gar nicht, hier mal vor die Augen halten. Und jetzt mal gucken, was passiert, als der Markt das nächste Mal drüber geht. Ne, kommt er raus? Wird er gekauft? Oder wird er eher verkauft auf dem neuen Hoch? So, und da sehen wir, okay, er wurde jetzt nicht wirklich gekauft, er wurde auch nicht zwingend verkauft, ne, aber wurde auf diesem Niveau nicht wirklich angenommen. Ne? Kam dann erst hier ein Gap, um den auf dieses Hoch rüber zu drücken. Und dann gucken wir, okay, wie hat der Markt jetzt auf dem neuen Hoch reagiert? Gucken wir mal, wie ist er jetzt auf dem neuen Hoch umgegangen? Ne, und da sehen Sie, da kommt nicht viel Feuer. So, und wodurch zeichnet sich ein Aufwärtstrend aus? Was ist die Definition Aufwärtstrend? Steigende Tiefs, steigende Hochs. Und das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, wie Hochs gekauft werden. Ne? So lange, wie Hochs in einem Trend gekauft werden, ist es ein starker Trend, der richtig durchpowern kann. Ich fuchtel hier wild mit den Händen rum, ne? Mache hier geballte Faust nach vorne gedrückt. Also da muss Punch reinkommen, ne? Da muss auch ein Druck da sein, wie sowas hier. Ne? Wenn Sie hier mal jetzt gucken. Hier ist das letzte Hoch. Das, was macht der Markt? Der drückt nach oben, drückt, 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 drückt. Das ist Trendcharakter. Haben wir jetzt hier in dem Sinne nicht. Das heißt, was wir sehen, ist tatsächlich eine Trendschwäche. Muss man so sogar so sagen. Ne? Also es ist eine Trendschwäche, die erkennbar ist. Das ist nicht absolut im DAX. Das ist nicht. Sowas kann hinterher noch kommen. Aber es sollte Vorsicht walten lassen, wenn auf der Unterseite dann Dynamik kommt. Denn es ist häufig so, dass der DAX sich aus so einer Situation erstmal befreit, indem er richtig nach unten hinrotzt. Also so eine richtige Kerze, richtig stänkerisch nach unten flackt, die gut und gerne hier 450 und so weiter gehen kann. Allerdings dort auch aufpassen, denn der DAX macht es trotzdem, der löst so eine Dinge auf, so eine Verkeilung sind es ja letztendlich, ne, löst es nach unten auf und dann drückt er sich aber mit dieser bereinigten Form, diese ganzen Longs, die ihn hier daran hindern, weiter nach oben rauszusteigen, rauszusteigen, wenn er die einmal rausgehauen hat, ne, schafft es der DAX auch häufig, dann richtig einen schönen Bounce nach oben zu machen und dann auch flott und flüssig weiter auf die Hochs zu laufen, weil sich dann gar keiner mehr traut, in die neuen Hochs rein zu investieren, weil die Stops viel zu weit weg sind und so weiter und so fort. Ne, das so macht und so arbeitet unser DAX ganz gerne. Das hat er ganz lieb und macht er vorzugsweise eigentlich zum Donnerstag. Ne, Donnerstag haben wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt noch Mittwoch. Können wir uns jetzt noch mal vielleicht auf noch mal so einen Tag so eine Nummer einstellen. Aber ich mahne trotzdem zur Vorsicht, denn rein technisch betrachtet haben wir über 820 Kaufsignale im Markt. Wir haben Kaufsignale, neue Hochs. Unser DAX kann dann steigen bis 8,80, 9,20, kann weiter steigen bis 11.100, bis 11.200 und sogar 11.500. Das sind alles erreichbare Ziele. Das ist sogar an einem Tag erreichbar. Der braucht bloß mal richtig Bock kriegen, mal Lust drauf kriegen. Ne? Die Leute irgendwie überrumpeln, irgendwie Short reinlocken, vielleicht mit zu hoher Size auch. Ne? Wenn ihm sowas gelingt durch eine komische News oder irgendwie die Leute da reingelockt kriegt, die Privaten reingelockt kriegt, dass die verkehrt rum handeln, dann kann er sich da richtig was rausspulen. Deswegen, ich möchte ihn oben noch nicht abschreiben, aber mental stelle ich mich aktuell ein bisschen drauf ein. Und sobald wir nach unten anziehen,
dass ich dann schneller umschalte im Kopf und vielleicht nicht unbedingt jetzt dann noch direkt Long reinknalle, wo ich jetzt hier schon weniger Hemmung gehabt hätte, zum Dienstag einfach mal in so eine fallende Bewegung was reinzubauen. Sollte jetzt zum Dienstag, zum Mittwoch nach unten kommen, könnte das zum Beispiel sein, dass wir plus 6,40, 6,50 zum Start uns unten holen, dann schon direkt wieder nach oben drehen. Aber alles, was tiefer geht, da wäre ich sofort vorsichtig, denn das kann dann richtig, richtig, richtig nach unten zwirbeln. 4,40, 4,50 wäre das erste. Im zweiten sogar dann hier 10.250, 10.200. Die sind dann tatsächlich erreichbar. Das bleibt auch weiterhin so, das bleibt weiterhin aktiv. Und man sollte ein bisschen aufpassen, man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Kein Grund, jetzt schon Short zu gehen, also technisch betrachtet, ne? Wenn wir wirklich rein auf den Markt schauen, ist das jetzt doch kein Grund, Short zu sein, weil, wie gesagt, er kann sich dem auch trotzdem noch nach oben raus wehren. Und ich persönlich würde ihm sogar noch nach oben den Platz räumen, ne? Also die Linie hier, das würde ich weiterhin, das finde ich favorisieren, ja doch, eigentlich schon fast favorisieren, ne? Dass unser DAX hier durchaus eben noch oben die Gap zumachen kann, hier die 8,80, 9,20, dass man sich sowas noch zum Mittwoch holt. Aber ich glaube, wenn er zum Montag das holt und dann wieder unter die 7,50 zurückgeht, na, das wird zum Donnerstag eine matschige Kiste nach unten. Aber wichtig ist, wir haben nach oben viel Platz, Freunde. Und wir haben wirklich viel Platz. Mein Chart hört hier oben auf. Der DAX nicht. Na, wir können hier unendlich nach oben scrollen. Wir müssen dann wieder eine Zeiteinheit wechseln, weil die Linien hier, das ist zu dicht. Ne? Aber gucken Sie mal, was da noch alles kommt. Ne? 12.049, 12.640, 13.000, 13.500, 13.000. Das ist so viel Platz auf der Oberseite. Der muss nicht hier aufhören. Also wenn der Bock bekommt und durchzieht und er sich reinschafft, ich würde in der Bewegung echt einfach noch wieder long reingehen. Immer ein paar Punkte mitreißen, immer mal wieder rein, auch mal wieder einen Teilverkauf machen, Rücksetzer wieder aufsaugen. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Und solange der noch nicht bricht durch eine dynamische rote Konterkerze, heißt es hier im Zweifel mit der Stärke eben mitgehen. Und das heißt, dass wir Wahrscheinlichkeit höher noch nach oben haben. Okay, also das ist mir ganz wichtig. Ne? Weil wenn wir über die Unterseite sprechen, heißt das nicht, Stand jetzt sofort direkt rein, sondern tatsächlich haben wir noch Wahrscheinlichkeitsvorteil auf der Oberseite, der kann sich noch ausleben. Wie gesagt, hier ist Gap Nummer 1, dann haben wir die 11.045, das ist hier diese obere Gap-Kante da, ne? Die ist hot. Na, sowas mag der DAX, sowas mag der DAX richtig. Da haut er manchmal schön dagegen und ballert wieder weg, weil dann alle davon ausgehen, er macht das Gap zu und er macht das gar nicht zu, sondern ballert von dieser Gap-Kante. Das sehen wir hoch wie runter, das ist immer wieder, macht der DAX immer wieder ganz, ganz, ganz gerne. Also das sollte man im Blick behalten. Dann auch hier diese 11.200. Ne, es ist schon noch, da ist noch genug Platz oben. Also wenn der Stärke zeigt, na, nicht gegenstellen, nicht denken, ach ja und nee, glaube ich nicht dran. Platz ist noch genug. Und ja, Fakt ist, die ersten kommen schon langsam. Ne? Das, was wir gesagt haben, wir wollen die schreien hören, dass die alle vom Allzeithoch reden. Ja, wenn sie momentan 4 von 5 Leute, so haben wir es heute bei uns auf der Plattform geschrieben, im Chat, glaube ich, ne? Haben wir geschrieben, aktuell, wenn sie 4 von 5 Leuten fragen, so aus dem Umfeld, sagen 4 von 5, naja, ein neues Tief kriegen wir nochmal hier unten. Und einer von 5 sagt, naja, Platz bis 11.500, vielleicht 11.800 haben wir noch. Ne? So, das ist kein Umfeld, wo der Markt gut fallen kann. Aber ab dem Moment, wo alle anfangen, wo dann 4 von 5 sagen, naja, es erholt sich doch jetzt eh wieder. Ne? Ist doch in 2 Monaten stehen wir wieder am Allzeithoch. Und einer von 5 sagt, naja, vielleicht schaffen wir ja nochmal einen Rücklauf auf 10.200. Dann haben wir eine schöne Basis, um hier wieder nach unten richtig durchzugehen. Aber wir müssen gegen die Überzeugung laufen können, sonst gelingt es im DAX nur schwer. Ne? Und jetzt sowas hier, 9,5, 8,8, gucken Sie mal, das sind so fette, offene, große Gaps. Macht er noch zu, ist nur eine Frage der Zeit. Ne? Das braucht einen richtigen Moment dafür. Er braucht die Überzeugung der Masse auf der anderen Seite. Na, die muss er erst hinkriegen. Wie gesagt, Sie kennen meine Hauptthese, die ich habe, dass wir das hier oben machen, dass wir hier oben eine Seitwärtsrange bekommen, in der wir diese Masse umdrehen, in der wir diese Fantasie erwecken, dass wir jetzt bis 13.800 wieder ansteigen können und dann hinten rausfallen. Aber wir müssen die Masse erst gedreht bekommen, vorher kommen wir nicht raus. Heute hat auch einer im Chat gefragt, wie war das denn immer, Martin, in den Crashs? Ist er denn einfach und so weiter und so fort? Jeder Crash ist erstmal anders. Und das, was wir jetzt hier haben,
gab's so auch noch nicht. Also, dass man innerhalb von hier knapp, weiß nicht wie viel es waren, 3, 4 Wochen, nicht mal, ne? 3, 4 Wochen fast 40% nach unten geschrotet sind. Das gab's da nicht. Da kann man 2008, 2009, da kann man 2002 gucken, gab's da nicht. Die waren nicht so krass, die waren viel träger. Aber was man immer wieder gesehen hat, ist, kommen Sie, wir machen es, wir gucken es uns nochmal an. Wir haben das schon ganz oft gemacht, aber die 2 Minuten, die haben wir jetzt, das gucken wir uns kurz an. So, nehmen wir uns das. Also, der ein oder andere kennt das schon, deswegen, ich mache super Schnelldurchlauf, versuche das in 2 Minuten mal abzuhandeln. Wir haben das nämlich schon ganz oft angeguckt. Das ist nachweislich Crash-Ursprung. Das ist 2000. Hier haben wir, würde man nie denken, wenn man das so sieht, dass das ein Crash ist. Im Nachhinein wissen wir es jetzt, sind wir schlauer, haben wir es gesehen. Momentan sind sich alle sehr einig, dass wir einen Crash haben. Das unterscheidet sich auch von den anderen Crashs. Die hat man immer hinterher erst richtig gesehen, als es richtig krass war, zwischendurch immer so stückchenweise plus ging und man das gar nicht richtig so greifen konnte. Ne? Aber hier Markt eingebrochen, erstmal zurück von 8.100 auf 6.800, ist keine Katastrophe. Dann ewig zur Seite, gucken Sie mal, Mai, Juni, Juli, August, September. Ne? Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, wie lang diese Zeiträume sind. Ne, wie lange der einfach mal nur zur Seite läuft. So, dann kommt er wieder nach unten. Da wird es vielleicht dem einen oder anderen schon ein bisschen transparenter. Der Markt, der fällt, der fällt, der fällt. Jetzt haben wir hier schon fast 25% vom Hoch nach unten gerissen. Das ist schon krass. Jetzt könnte man vielleicht einen Crash haben. Und in dem Moment, wo das richtig greifbar wird für die Leute, was macht der Markt? Steigt. So, und jetzt gucken Sie auch hier wieder aufs Datum. 18. Oktober und er steigt hoch bis 6. November. Ne, das sind auch einfach mal, wie viel, 2 Wochen, 2, 3 Wochen, einfach mal hoch. So komplett hochgezogen, schön am Band hochgestiegen, macht man im DAX übrigens gerade exakt genauso. So, und dann ist er wieder abgekippt. Einfach so abgekippt, nachdem er hier unten so eine Zone, so eine Stabilisierung auch gebildet hat, fällt wieder runter, schafft hier nicht mal ein neues Tief, zieht wieder nach oben an und dann kommt er nach unten. Dann, jetzt hat er ein neues Tief. Jetzt ist für die Leute wieder klar, okay, jetzt haben wir ein neues Tief, jetzt fallen wir auf 4.000, jetzt fallen wir auf 3.000. Was macht der Markt? Was macht der Markt? Gucken Sie sich das an. Fällt er auf 4.000? Fällt er auf 3.000? Pustekuchen macht der. Gucken Sie sich an und gucken Sie wieder auf die Zeitachse. 21. Dezember, ne, und er steigt hier bis gut 30. Januar. Ne? Also das ist über einen Monat einfach erstmal nur angestiegen. So, von dort erstmal wieder runter auf ein neues Tief. Jetzt ist wieder für alle klar, okay, 3.400 kriegen wir. Was kommt? Gegenbewegung. Gegenbewegung diesmal nicht ganz so ausgiebig gewesen, dann direkt wieder runter auf neue Tiefs und hier kommt richtig Dynamik, hier kommen plötzlich die langen Kerzen, ne, sehen Sie das? Die langen Kerzen rein, die Leute wieder total überzeugt, jetzt sehen wir aber 4.300, 4.000, 3.000, was kommt? Richtig fette Erholung, hoch die Kiste, kleinen Doppelboden gestellt und volle Hütte durch, ja, Allzeithoch sind in Reichweite, können direkt erreicht werden, ne? Gucken Sie mal, wie schön er sich hocharbeitet, dann einfach seitwärts Herzphase, Ruhephase, kommt häufig dann einfach noch oben weiter raus, noch richtig, richtig nervig. Und sehen Sie das, sehen Sie, wie schön der hier zur Seite schiebt? Ne, das ist das, was ich aktuell eigentlich erwarte. So, was mir noch so ein bisschen fehlt, weil von der Situation her ist es gar nicht so unähnlich, das, was der Chart auch hat. Ne, einfach so schöne Seitwärtsphase und dann nach unten abkippen. Vielleicht gar nicht so dramatisch, einfach nur abkippen, Stück für Stück, langsam wieder runter und sehen Sie das immer wieder. Das sind einfach mal auch, das sind echt ein paar Prozent, was der hier nach oben legt. Ne? Das sind hier gut 600 Punkte, das sind auf dem Kursniveau einfach mal 10% Zwischenanstieg. Stieg in ein paar Tagen. Ne? Weiter runter, weiter runter, weiter runter. So, und dann kleckert es sich wieder unten ein, da wo keiner mehr denkt, naja, jetzt zuckt er eh gleich wieder oben. Dann kommt meistens die richtige Beschleunigung nach unten raus, aber hier zuckt er auch wieder nach oben. Kommt dann immer erst unerwartet, wenn kein Schwein mehr drin ist. Und dann kommen tatsächlich diese Kurse 4.000, 3.000, die alle sehen wollten, dann wenn keiner mehr da drin ist. Ne? Aber der Zeitraum, gucken Sie sich die ganzen Tage, eine Kerze, ein Tag, wie lange sowas dauert. Ne? Deswegen ruhig probieren. Kleine Brötchen zu backen, kleine Stückchen mitzunehmen, da ist man meist besser beraten, als wenn man immer auf die großen Trades ausgeht und dann sitzen die so lange im Portfolio und immer wieder kommt man am Einstand vorbei und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde ja auch immer kleine Stückchen rausbeißen, jeden Tag einen Gewinn machen, da haben sie den Markt auch geschlagen. Das schafft man so auch ganz gut, ne? Man muss nicht immer auf den großen Trade anlegen.
Aber das wollte ich bloß noch kurz zeigen, weil da heute auch die Frage bei uns auf www.money-monkeys.com in unserem Chat, den wir da neu eingebunden haben, kam heute die Frage, ja, wie läuft das eigentlich ab im Crash? Dann haben wir das auch noch beantwortet. Ich hoffe, derjenige hört auch zu. Und ja, Rest nehmen wir hier einfach mal noch so mit. Sieht jetzt nicht mehr schön aus, weil es echt aus dem Kontext rausgeht hier. Nehmen wir aber alles mit, bleibt alles so gültig. Und damit können wir eigentlich hier auch zumachen, ne? Wir haben noch Vorteil auf der Oberseite. Wir brauchen lange rote Kerzen. Dann wäre eine Keilauflösung denkbar. Die kann richtig knallen. Die kann richtig knallen. Auch wenn ich Stand jetzt vermuten würde, dass wir danach trotzdem nochmal ein neueres Hoch bekommen und danach erst abtauchen. Ich würde weiterhin eher weiter oben vermuten. Auch wenn mir nur das Ergebnis wichtig ist. Mir ist nicht wichtig, dass er das oben genau in meiner Zone macht. Er muss es im Ergebnis machen. Er muss die Meinung der Leute umdrehen. Das muss er hinkriegen. Leute müssen Panik, Angst kriegen, dass sie hier unten ihren Einstand verpasst haben. Und das ist momentan noch nicht. Es gibt noch zu viele, die hier auf die neuen Tiefs warten. Na, also von daher, irgendwas muss ja noch fehlen. Also vielleicht ist es sogar gar keine 11.500, vielleicht wird es ein 12.000, ich weiß es nicht. Na, also da gucken wir mal noch ein bisschen, da warten wir ein bisschen ab, sind geduldig natürlich. Na. Und wir haben jetzt hier einen Keil, der kann auflösen, das muss aber noch nicht final die Trendumkehr von hier ausgehend werden. Das kann sich ruhig noch ein bisschen hinziehen. Also da muss man noch ein bisschen Luft geben. Ich persönlich würde ihm den Platz bis 11.500 geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Gap zumachen und dann die Gaps hier unten jagen. Erst das eine, dann das andere. Ne? Und schauen wir mal. Alles über 37 für mich long zum Mittwoch. 29 würde ich vielleicht dann schon wieder Feierabend machen, rausgehen, beenden. Wenn er weitergeht, dann ist das schön. Aber würde ich dann nicht unbedingt mehr handeln wollen. Ja, mehr kann ich Ihnen gar nicht mitgeben. Das aus der Perspektive, Tageschart, ja, wir steigen am Band entlang. Das haben wir uns gerade im Crash-Verlauf mal angeguckt. Ach nee, sind gar nicht mehr am Band. Kommen aber so Stück für Stück der Zone da oben immer näher. Na, Kerze ist jetzt hier eine Unsicherheitskerze. Aber auch die müsste jetzt erstmal nach unten umgekippt werden. Das heißt, wir bräuchten jetzt Tiefs unter 6,50. Unter 6,50 Warnsignale im DAX für ein Abkippen. Das würde dann auch mit der Keilauflösung zusammenpassen, ne, die wir uns gerade angeguckt haben. Und ansonsten ist hier noch Platz, sogar bis zu 200-Tage-Linien. Ne? Der S-DAX, glaube ich, ja doch, ich meine, der S-DAX ist sogar schon an seinen 200-Tage-Linien. Ne? Der hat schon wesentlich mehr outperformed hier. Der hat einen Nasdaq hinterher geeilt. Hat dem auch nichts nachgestellt. Ne? Also für eine Performance schon nicht schlecht. Dann sollte man auch mal hingucken. Na, wenn man sich für sowas interessiert, nicht immer nur DAX gucken, MDAX und SDAX, die gehen gut mit Performance. Das war auch schon immer so. Ne? Geht immer ein bisschen mehr im Technologiebereich. Freunde, mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben. Das sind meine Weisheiten für heute. Mehr kann ich nicht zum Besten geben. Ich hoffe, es war was dabei, was Ihnen hilft. Ja, können Sie mal auf Gefällt mir klicken. Oder auch nicht. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.